ist da. Thank you.
Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Hast Angst, was? Schatz! Was? Thank you.
soll Spielchen mit mir spielen. Was? Sein. Zeig dich! Nichts mehr zu sehen von ihm! Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann.
Karte spielen, was? Zum Teufel war das. Perfekt. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Ist nichts Besseres. Du oder ich? Lass die Scheiße. Komm raus und kämpf! Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Sehe schon Geister.
Hast du die Raider gefunden? Die sind Geschichte. Also, wie wäre es, wenn ihr den Minutemen beitretet und anderen helft, wenn sie Hilfe nötig haben? Du hast uns geholfen. Also wäre es ziemlich undankbar von uns, wenn wir anderen nicht auch helfen würden. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Thank you.
Carla. Du schon wieder. Hey, Carla. Hallo, willst du handeln? Klar, ich schau's mir an. Hier. Willkommen zurück, Sir.
Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit dem Minuteman passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück.